So, schönen guten Tag. Ich begrüße Sie zur Vorlesung oder zur Fortsetzung der Vorlesung Grundlagen der Informatik 2. Ich denke, jetzt kommt es mit dem Ton einigermaßen hin. Hoffe ich jedenfalls. Wenn nicht, müssen Sie sich melden. Also, wir hatten letztes Mal uns angeguckt, die Aspekte der physikalischen Realisierung von Schaltnetzen, Schaltkreisen. Ich habe Ihnen was erzählt über Halbleiter, über viele verschiedene Aspekte. Ich habe Ihnen etwas erzählt über Transistoren. Wir haben den NMOS-Transistor kennengelernt, den PMOS-Transistor. Wir haben gesehen, dass die verwendet werden können als Schaltelemente. Ich habe Ihnen etwas über CMOS-Technologie erzählt, ganz bisschen auch über NMOS, also CMOS für komplementär. Das heißt NMOS und PMOS. Ein erstes Beispiel war der Inverter, dann kam das NAND-Gatter, das NOR-Gatter als Beispiele für typische CMOS-Schaltungen. Und ich habe Ihnen dann das Transfergatter vorgestellt, aus dem wir dann einen Prinzip Master-Slave-Flip-Flop gebaut haben, allerdings etwas anders, als wir das vorher kennengelernt haben. Also hier ein Verzögerungsglied, das mit zwei Phasen getaktet ist, von den also Takten Phi 1 und Phi 2. Ich habe Ihnen erzählt, wie man die Schaltkreise tatsächlich entwirft, dass dann ein Transistor oder ein Inverter so etwa aussieht, wie hier dargestellt. Wir haben dann die höheren Ebenen uns angeschaut. Ich habe Ihnen was erzählt darüber, wie wichtig es ist, sich zu überlegen, wie man etwas anordnet auf einem Chip, weil Leitungen eine Rolle spielen. Wir haben Entwurfsregeln angeschaut. Ich habe Ihnen dann etwas zur Vorgehensweise beim Hardwareentwurf erzählt, noch einmal. Und insbesondere haben wir dort dann diese verschiedenen Ebenen kurz angeschaut. Ich habe Ihnen dann ganz kurz die VHDL-Sprache vorgestellt, eine Sprache, um Hardware zu beschreiben. Das heißt also, Hardware zu formulieren, zu spezifizieren, die dann umgesetzt wird, genau entsprechend dem, was dort spezifiziert wurde und was spezifiziert werden muss, ist einerseits die Struktur, die Architektur und dann eben auch noch das Verhalten. Und das habe ich Ihnen dann hier an dem Beispiel des Aufbaus eines Volladdierers aus zwei Halbaddierern dargestellt, wo wir einerseits die Architektur haben, das Verhalten ist dann über das Verhalten der Halbaddierer erklärt. Und hier ist also keine extra Verhaltenskomponente jetzt für den Volladdierer angegeben, aber das ergibt sich dann im Prinzip aus dem Verhalten der beiden Halbaddierer, die wir vorher kurz angegeben haben. Und dann ging es ganz kurz um eben die verschiedenen Vorgehensweisen, ASICs, FPGAs. Ich habe Ihnen erzählt, was ein FPGA ist, und dann war das eigentlich dieses Kapitel. Und wir kamen dann noch kurz zum nächsten Kapitel, wo es nicht mehr um die Hardware geht, sondern um darum, wie wir Informationen im Rechner darstellen können. Und da kam dann nochmal dieser Hinweis, da wiederhole ich nochmal, Anmeldung zur Bonusklausur, falls Sie das nicht mitbekommen haben am letzten Mittwochmorgen. Es waren die Anmeldungen alle verloren gegangen, deswegen sollten Sie sich nochmal alle anmelden, damit Sie auch an der Bonusklausur teilnehmen können. Bis spätestens 8.1. müssen Sie das erledigt haben. Danach können Sie dann nicht mehr konkret teilnehmen. Der Link ist hier angegeben. Und dann kamen wir tatsächlich zur Codierung. Wir haben uns angeschaut, wie man überhaupt über Codes reden kann. Ich habe Ihnen einen einfachen Zählcode gegeben, wie ein Telefon verwendet wird, ein unärer Code, den wir auch kennengelernt haben bei der Modellierung von oder bei der Codierung von Turing-Maschinen. Da hatten wir bei der Codierung der Turing-Maschinen, für die universelle Turing-Maschine hatten wir dargestellt, dass wir dort Zahlen auf unäre Art und Weise darstellen. Also hier in diesem Fall sind das keine Einsen und Nullen, sondern ein L und ein O. Aber das ist ja auch nicht so ein großer Unterschied. Warum ist wem das so wichtig? Du, as. Ich habe keine Ahnung, was hier gemeint ist. Das ist also jetzt hier der Zählcode. Dann kommt die nächste Frage. Na gut, offensichtlich wird das jetzt verwendet für andere Kommunikation. Das sollte eigentlich nicht passieren. Da habe ich bisher immer darauf vertraut, dass hier keine Kommunikation gemacht werden über das hinaus. Aber Sie sehen ja auch diese Fragen erst, wenn ich sie hier aufrufe. Also insofern, na gut. Das war die Zählkodierung. Dann hatten wir gesehen die Morse-Kodierung als Beispiel. Völlig anders als die Zählkodierung, nämlich in diesem Fall ein Codebaum, bei dem jeder Knoten einen Code im Prinzip repräsentiert. Und es ist klar,
dass eben hier es schwierig ist, die einzelnen Codes tatsächlich zu dekodieren oder einen kodierten Text zu dekodieren. Dafür braucht man dann noch ein bisschen mehr. Das hatten wir gesehen. Wir brauchen die Fano-Bedingung, dass ein Codewort nicht Präfix eines anderen Codeworts ist. Andernfalls gibt es halt Probleme mit der Dekodierung. Und durch die Zunahme bei der Morse-Kodierung von so einem Lückensymbol konnte man dann tatsächlich auch dekodieren. Und damit hatten wir dann das zu dem nächsten Abschnitt angefangen, nämlich die Fehlererkennung und Korrektur. Wir hatten gesehen, dass man einen Abstand zwischen Codewörtern definieren kann, indem man die Anzahl der Positionen zählt, an denen sich die Codewörter unterscheiden. Das war der Hamming-Abstand. Und die Hamming-Zahl, nämlich der minimale Hamming-Abstand der Codewörter untereinander, gibt dann gerade oder ist dann eben ein wichtiger Zahl, um die Fragen zu beantworten, die hier unten stehen, wann ein Fehler erkennbar ist und wann er korrigierbar ist. Und das wurde in diesem Beispiel schon mal deutlich. Wir haben drei Codewörter, die einen Abstand jeweils von 6 haben. Und also hier die 6 hätte ich da hinschreiben können. Ich glaube, das war so ziemlich, war nicht genau das letzte Folie, aber fast die letzte Folie. Jetzt mag er mich hier nicht. Gehen wir mal hier rein in. Ups, was kommt denn jetzt? Das sieht aber nicht gut aus. Da ist es. Alles da. Also, in dem Fall hier oben, der HC, in dem Fall ist 6. Die Abstände zwischen den je zwei Codewörtern X, Y und Z ist jeweils 6. Und wenn wir jetzt anfangen, hier die Verfälschungen eines Codeworts durch einen Fehler zu betrachten, bei einem Fehler, bei dem Codewort Z, erkennt man, dass es ein Wort, das nicht ein Codewort ist. Das nächste ebenso. Und wir können bis zu diesem hier können wir noch sagen, okay, diese beiden Codewörter oder diese beiden Wörter, die da entstanden sind, können über zwei Fehler maximal aus dem Wort Z entstanden sein. Hätte natürlich auch über vier Fehler aus dem Wort Y entstehen können, aber wir gehen mal davon aus, dass wir eben nur Einfachfehler oder Zweifachfehler oder Dreifachfehler betrachten und nicht Fehler, bei denen noch mehr Bits gekippt werden. Auf jeden Fall sieht man hier alle Wörter, die zwischen so zwei Codewörtern liegen, von denen ist klar, dass sie keine Codewörter sind. Und man kann erkennen, dass sie keine Codewörter sind. Das ist ja offensichtlich. Also für alle, wenn wir maximal Fünffachfehler haben, können wir erkennen, dass diese Wörter keine, dass dieser Fehler aufgetreten ist. Und bei einem Fehler, bei dem maximal zwei Ziffern verwendet werden, also ein Hamming-Abstand von 2, kann man sogar sagen, dass dann dass dieser Fehler korrigierbar ist, weil man genau weiß, auf welches Codewort sich das tatsächlich bezieht. Und das war das, was wir also uns dann hier angeschaut haben. Das ist jetzt die Folie, die ich letztes Mal noch nicht Ihnen aufgelegt habe. Bezieht sich genau auf dieses Bild noch einmal. Wir können also sagen, dass wenn wir eine Codierung haben, eine N-Bit-Codierung, also alle Zeichen des Alphabets A werden durch N-Bits jeweils kodiert, dann ist ein solcher Code K-Fehler erkennbar, wenn von Verfälschung von bis zu K-Stellen eines Codewortes kein anderes Codewort entstehen kann. Und dann heißt der K-Fehler erkennbar. Und das ist natürlich, dann kann man noch das andere nehmen, K-Fehler korrigierbar. Wenn also aus einem durch Verfälschung von bis zu K-Stellen eines Codeworts entstandenen Wort das richtige Codewort eindeutig ermittelt werden kann. Und das ist hier nochmal formal hingeschrieben, genau diese Bedingung. Also wenn x ungleich y sind und die Hamming-Distanz ist kleiner gleich k, dann wenn daraus folgt, dass die Hamming-Distanz von y und x dann von y und z ist größer k, dann liegt also dieses zwischen den beiden. Das ist ein bisschen irreführend mit diesen drei Bezeichnungen, aber es ist klar, was gemeint ist. Wenn wir irgendwo hier zwischen liegen, dann, also wenn wir in dieser Teil liegen, können wir es zuordnen zu z, in dem Teil zu x, in dem Teil da vorne zu y oder auch da. Und ansonsten können wir eben Fehler auch erkennen. So, und die Folgerung ist, wenn wir eine Hamming-Zahl haben, also wenn der minimale Abstand zwischen zwei Codewörtern in einem Code HC ist, dann ist diese Codierung K-Fehler erkennbar.
ja, weil ich ja weiß, der Abstand ist HC, also ist jede Verfälschung von bis zu K-Stellen, bis zu HC minus 1 Stellen, ist K-Fehler erkennbar. Und solange also die Anzahl der Fehler kleiner ist als die Hälfte des Abstandes, des minimalen Abstandes zwischen zwei Codewörtern, dann ist die Codierung K-Fehler korrigierbar. Das sind diese beiden wichtigen Begriffe. Und damit kann man das nochmal dann veranschaulichen, dass es hier, das sind diese beiden Bilder, die man sich dazu einfach nur merken muss. Solange also sich diese Umgebungen von Codewörtern, hier sind immer nur drei angegeben, wenn die kein anderes Codewort enthalten, dann ist der Abstand dieser anderen Wörter ja maximal HC minus 1. Also jede Codierung ist HC minus 1 Fehler erkennbar. Und das heißt dann für die Korrigierbarkeit, solange die Kreise, die jetzt andeuten, dass ich fehlerhafte Wörter bekommen habe aus meinen Codewörtern, solange die sich nicht überlappen, kann ich eindeutig die Verfälschungen korrigieren. Und das heißt, jede Codierung ist HC halbe minus 1 Fehler korrigierbar. Und das ist genau das, was wir auf der vorigen Seite hier definiert haben. Also insofern ist das hier die bildliche Darstellung der Erkennbarkeit. Die Umgebungen können sich durchaus überlappen, aber sie dürfen kein anderes Codewort enthalten. Das ist immer so der Fall, solange der Radius kleiner als HC ist. Und wenn wir korrigieren wollen, muss der Radius dieser Umgebungen kleiner als HC halbe sein. Das zur Fehlererkennung und Korrektur. Und hier nochmal kurzes Beispiel zur 1 aus 10 Codierung. Wie sieht das bei der 1 aus 10 Codierung aus? Da hatten wir gesehen, da haben wir eine Hemming-Zahl von 2. Also hier, Hemming-Zahl ist 2. Wenn die Hemming-Zahl 2 ist, heißt das, wir können einfach Fehler erkennen. Ja, ein Fehler erkennbar. Aber wir können keine Fehler korrigieren, weil wir bei einem Einfachfehler nicht wissen, aus welchem Codewort das Wort hervorgegangen ist. Dann betrachten wir diese andere Codierung hier. Da haben wir eine, wenn Sie sich das genauer anschauen, die Abstände zwischen den einzelnen Codewörtern. Sie sehen hier sofort Abstand 3. Hier sehen Sie, da ist es sogar ein Abstand von 4 zwischen den beiden. Und hier haben wir einen Abstand von 1, 2, 3 nochmal. Hemming-Zahl ist 3, das heißt, in dem Fall können wir zwei Fehler, oder der Code ist zwei Fehler erkennbar und nur ein Fehler korrigierbar. Aber immerhin, wenn nur ein Bit kippt, können wir das wieder korrigieren. Und bei dieser hier ist es eben so, das hatte ich ja schon gesagt, 5 Fehler erkennbar und 2 Fehler korrigierbar. Ja, weil 2 halt kleiner als 3 ist. Also das zu diesen Fehlerbetrachtungen. Und jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt einen Code habe und ich möchte diesen Code bei den Fehlereigenschaften verbessern, dann kann ich einfach ein Prüfbit anhängen, ein Parity-Bit. Und das heißt, ich habe hier irgend so ein Codewort und ich hänge dann hier eine 0 oder 1 ran, je nachdem, ob ich ein Odd- oder Even-Parity-Check haben möchte. Also ich kann auf gerade oder ungerade Parität das machen. Machen wir es mal so, wenn ich hier jetzt also 0, 0, 1, 0 habe und ich sage, die Anzahl der Einsen soll in jedem Codewort einheitlich gerade sein, dann müsste ich hier eine 1 dranhängen und wenn ich ein Codewort hätte, bei dem hier schon zwei Einsen stehen, dann müsste ich dort eine 0 dranhängen. Ja, das wäre jetzt hier. Das sind hier die üblichen Codewörter in dem Beispiel. Und das wäre das extra Paritätsbit, das sich halt unterscheidet bezüglich genau dieser Eigenschaften. Und das könnte man dann, wenn man will, nochmal ein Bit dranhängen und so weiter. Man würde immer wieder Unterschiede dann dadurch produzieren zwischen den einzelnen Codewörtern. Also das ist die Möglichkeit, wie man eine einfache Codesicherung machen kann. Ich kann mehrere Prüfbits absichern. Ich kann das so machen, dass ich unterschiedliche Stellen in meinem Codewort absichere mit den Prüfbits. Und Sie kennen das auch, also besondere Regeln, wenn Sie
eine Kontonummer sich anschauen. Kontonummern bei Banken sind auch mit solchen fehlerkorrigierenden oder fehlererkennbaren Codes kodiert. Das heißt, man erkennt, ob dort ein Zahlendreher oder irgend sowas drin ist. Da sind bestimmte Fehler abgesichert. Genauso bei der Matrikelnummer, die sind auch Fehler, die haben auch besondere Fehlereigenschaften, dass man halt erkennt, wenn dort eine Ziffer falsch ist. Man kann das auch so machen, dass man, Sie haben meinetwegen einen Block von Zahlen, meinetwegen vier Zahlen, dann hängen Sie hier noch eine Zahl dran und dieses hier ist dann Ihr, nenne ich mal P, das Prüfbyte. Da die Ziffern oder die Bits, die dort stehen, die haben etwas zu tun mit den Eigenschaften der Wörter davor und Sie können also auf die Art und Weise ganze Blöcke von Bits absichern durch ein Prüfbyte, das am Ende dort dazugefügt wird. So wird in der Regel werden die Zahlen im Speicher abgesichert, dass sie bestimmte extra Prüfziffern haben oder Prüfbits, die dann dafür sorgen, dass die üblichen Fehler, mit denen man rechnen muss in der Hardware, dann dadurch, also die üblichen einfachen Fehler wie Kippen von Bits oder auch meinetwegen ein Null-Burst oder ein Eins-Burst. Das heißt, die haben nur noch Nullen drin oder nur noch Einsen drin. Auch solche Sachen sind dann abgesichert. Es gibt eine ganze Reihe Dinge, die man machen kann. Es gibt eine sehr umfangreiche Theorie fehlererkennender, fehlerkorrigierender Codes. Es gibt eine algebraische Codierungstheorie, mit der man Codes konstruieren kann, die schöne Fehlererkennungs- und Korrektureigenschaften haben. Ich habe Ihnen jetzt nur hier das am Beispiel der Hamming-Distanz und der Hamming-Zahl dargestellt und das reicht für zumindest dafür aus, um Ihnen klarzumachen, man muss sich kümmern um die Genauigkeit, um die Korrektheit von Zahlen, die man irgendwo im Speicher abgelegt hat oder Bits, die man abgelegt hat. Okay, das war schon alles, was Fehlerkorrektur und Fehlererkennbarkeit angeht und wir können dann zu einem im Prinzip komplementären Thema bei Codierungen kommen. Wir haben gerade eben die Anzahl der Bits erhöht, um ein Zeichen zu kodieren. Das heißt, wir haben eigentlich mehr Bits jetzt dort drin, als wir brauchen, um die eigentliche Zahl darzustellen. Manchmal wollen wir aber dafür sorgen, dass wir redundanzfrei kodieren können. Ja, wir wollen Nachrichten verkürzen können, indem wir zum Beispiel Ziffern oder Zeichen, Symbole unseres Textes unterschiedlich lang kodieren. Denn wenn ein Zeichen sehr häufig vorkommt in einem Text, dann wäre es sinnvoll, dieses Zeichen mit einem kurzen Codewort zu kodieren. Wenn Sie ein Zeichen haben, das seltener vorkommt, kann das ruhig ein langes Codewort bekommen. Und insgesamt bekommen Sie dann eine bessere Darstellung. Dafür muss man jetzt irgendeine Häufigkeitsverteilung natürlich haben für das Vorkommen von Zeichen in einem Text. Sie können das so machen, dass Sie einen Text, Sie haben hier ein Dokument und Sie zählen einfach. Ja, Anzahl A, Anzahl B, Anzahl C und so weiter. Sie zählen die Häufigkeit der einzelnen Ziffern, die einzelnen Zeichen aus Ihrem Alphabet in diesem Dokument. Dann haben Sie eine Häufigkeitsverteilung und dann können Sie das neu kodieren und bekommen dann vielleicht ein kleineres Dokument. Das machen Sie, wenn Sie ein File zippen, wenn Sie das komprimieren. Dann wird genau das gemacht, dann wird der Text analysiert und dann wird eine kürzere Kodierung gefunden für das, was Sie in dem Text dort drin haben. Das ist also eine redundanzfreie Kodierung. Das heißt, Sie haben dann eine Kodierung mit dem minimalen Platz, um daraus das Originaldokument vollständig wiederherstellen zu können. Das ist zum Beispiel, wenn Sie sich überlegen, in der Musik, bei Audiodateien, da können Sie MP3-Darstellungen machen. Dadurch, dass es keine Kodierung, bei der genau das, was vorher aufgenommen wurde, genau wiederherstellbar ist, sondern da geht Qualität verloren. Aber es ist immer noch eine sehr gute Qualität. Hier bei dem Text geht es zunächst mal darum, dass ich versuche, genau den Text richtig darzustellen, aber ich möchte keine Redundanz drin haben. Und um das zu messen, gibt es jetzt allgemein für ein Alphabet eine Charakterisierung
welche Eigenschaften bezüglich der Länge der kodierten Texte eine Kodierung hat. Und wir haben also hier C als Kodierung und wir haben eine Wahrscheinlichkeitsverteilung P auf den Symbolen des Alphabets. Und dann definieren wir als Codelänge die Summe der wahrscheinlichkeitsgewichteten Längen der Codewörter. Also wir haben die Länge des Codeworts A, also C von A, die Länge dieses Wortes multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit des Auftretens des Zeichens A und summieren über alle Symbole des Alphabets. Das ist dann die Codelänge unserer Codierung. Und jetzt können wir unterschiedliche Codierungen vergleichen in Bezug auf ihre Codelänge gemäß dieser Formel. Und eine Codierung ist optimal, wenn die Länge, also diese Codelänge, minimal ist bezüglich aller möglichen Codierungen. Und man kann sich schon überlegen, wenn man sich anschaut, wir hatten das Beispiel, die Kodierung der Dezimalziffern, 10 Ziffern, 4 Bits, da haben wir eigentlich zu viel. Wir könnten ja damit 16 Zeichen darstellen, wir haben aber nur 10 dargestellt. Offensichtlich ist da Redundanz drin. Man könnte es auch etwas kürzer machen, wenn man eine gewisse Wahrscheinlichkeitsverteilung darauf annimmt. Muss natürlich passen. Und in der Praxis ist es so, dass das sich durchaus unterscheidet. Wir haben das lateinische Alphabet, Sie schreiben einen englischen Text oder Sie schreiben einen deutschen Text. Da sind die Wahrscheinlichkeiten des Auftretens der Zeichen unterschiedlich. Sie sehen zwar gewisse ähnliche Dinge, dass zum Beispiel das E in beiden Sprachen sehr häufig vorkommt, aber zum Beispiel, dass, wenn Sie sich das Z anschauen, kommt im Englischen ganz selten vor, im Deutschen ist es etwas häufiger und beim Y ist es gerade umgekehrt. Ein Grund dafür, dass auf dem Keyboard, auf der Tastatur, in der englischen und in der deutschen Tastatur die Positionen von Y und Z genau vertauscht sind. Ja, weil die einfach die Häufigkeiten des Auftretens in Texten unterschiedlich ist. Und jetzt könnte man sagen, ich mache generell für deutsche Texte, berücksichtige bei der Codierung genau diese Wahrscheinlichkeiten bei deutschen und bei englischen und dann habe ich entsprechend eine günstigere Codierung, als wenn ich alle mit der gleichen Anzahl von Bits codiert hätte. Man kann das übrigens auch noch erweitern und sagen, ich schaue nicht nur auf das Vorkommen von Einzelzeichen, sondern ich sage meinetwegen, ich schaue mir alle Paare an, AA oder AB oder AC und so weiter. Und dann habe ich auf einmal Doppelzeichen, das ist natürlich mehr Doppelzeichen, ja, 26 zum Quadrat hätte ich dann auf einmal. Und jetzt müsste ich, könnte ich auch da sehen, wie häufig die in einer Sprache vorkommen. Und ich kann noch etwas genauer oder noch etwas besser redundanzfrei kodieren. Und das ist also, auch da schaut man sich die Wahrscheinlichkeiten an. Oder ich schaue mir Silben an. Diese Sachen werden gemacht, wenn man zum Beispiel Lempel-Ziff-Verfahren nimmt. Da wird dann noch etwas stärker geguckt, inwieweit irgendwelche kleinen Wortteile vorkommen in einem Text. Und dann wird das verwendet, um dann zu kodieren. Da wird dann also nicht mehr ein Zeichen abgebildet auf ein Codewort, sondern ein kleines Wort auf ein anderes Wort abgebildet. Also das ist dann eine Verallgemeinerung. Das machen wir aber gleich nochmal genauer. Und zwar schauen wir uns einen Algorithmus an, der in der Lage ist, für ein gegebenes Alphabet und eine gegebene Wahrscheinlichkeitsverteilung der Zeichen einen optimalen Code zu entwerfen, der also genau mit der minimalen Codelänge herauskommt. Und den Algorithmus will ich Ihnen jetzt einmal kurz darstellen. Der Algorithmus läuft so, dass wir ein paar Zeichen uns hernehmen. Also ich schreibe hier einfach mal hin, irgendwie A, B, C, D, E. Und das sind unsere Zeichen. Und jetzt schreibe ich mir dazu eine Wahrscheinlichkeit auf. Nehmen wir an, wir haben nur diese Zeichen in irgendeinem Text und ich schreibe hier hin meinetwegen 0,1 und hier schreibe ich hin 0,2, hier schreibe ich auch hin 0,2 und hier schreibe ich nochmal hin
Das habe ich hier 5. Dann machen wir hier nochmal, meinetwegen 0,1 nochmal, ups, nochmal 0,1 und hier 0,4. So, jetzt habe ich hier insgesamt, wäre die Summe aus dem ist gerade 1. Da könnte ich mir das 0, davor auch sparen, um weniger zu schreiben. Und das sind jetzt meine Anfangsknoten in meinem Baum. Das sind also die Blätter in dem Baum, den ich betrachte. Und jetzt, das ist also das, was zuerst gebildet wird. Ich bilde also die Knoten für jedes A, einen solchen Wahrscheinlichkeitsknoten. Und jetzt geht das Ganze weiter, hoffentlich. Genau. Jetzt schaue ich mir die Menge aller dieser Knoten an. Und, Sie sehen, ich habe hier ein anderes Beispiel. Ich radiere alles weg. Das hatte ich nicht in Erinnerung gehabt. Tut mir leid. Ich radiere das hier alles weg. Ich hatte leider keine Zeit, das alles vorher durchzugucken. Also nehmen wir es an, wir haben diese Wahrscheinlichkeiten. Dann lösche ich das ja auch nochmal weg. So, dann male ich jetzt hier hin. Können wir alles gleich korrigieren. So, Textmarker. Jetzt schreibe ich hier hin einfach. Ups, was habe ich denn jetzt gemacht? Das ist jetzt hier meinetwegen A, B, C, D, E, F. Und jetzt habe ich diese Zahlen. Das sind jetzt Häufigkeiten, die Summe von dem ist irgendeine Zahl. Ich zähle einfach die Häufigkeiten und nachher muss ich einfach durch die Summe der Anzahlen dividieren, um die relativen Häufigkeiten zu bekommen. Und jetzt mache ich Folgendes. Ich habe also diese einzelnen Knoten und jetzt nehme ich mir zwei Knoten her, die den geringsten Bewertungen haben. Zwei mit den geringsten Bewertungen, in diesem Fall ist das ganz einfach. Da habe ich, das habe ich jetzt hier nicht animiert, also hier, ich nehme die beiden zusammen, 5 und 7. Daraus kommt eine 12. Und dann habe ich hier entsprechend diese neuen Knoten da eingebaut. Das ist dieses KOKL und KOKR. Ja, das ist der neue Knoten, der die beiden Wahrscheinlichkeiten vereinigt. Und dann lösche ich also diesen Knoten, den ich neu dazugefügt habe, aus meiner Menge L heraus. Und jetzt, ich lösche 5 und 7, Entschuldigung, 5 und 7 lösche ich natürlich raus. Das 12 ist die 12 ist der neue Knoten, der wird dazugefügt. Und die anderen beiden, werden rausgelöscht. Jetzt schaue ich unter den übrigen genau weiter. Sie sehen, die Klammer ist hier zu Ende. Ich nehme die beiden mit den geringsten Bewertungen. In diesem Fall sind das 12 und 13, gibt insgesamt 25. Ich lösche 12 und 13 aus der Liste. 25 kommt dazu. Jetzt schaue ich mir an, was habe ich hier übrig. Da könnte ich zum Beispiel diese beiden, 20 und 25, zusammennehmen und ich hätte hier 45. Und jetzt kann ich mir, also lösche wieder 20 und 25 raus, nehme 45 dazu, es bleiben noch drei übrig. Jetzt muss ich zusammenfügen die 35 und die 25 und die 30. Dann gibt das hier gerade 55. Und dann habe ich noch zwei Knoten übrig, die 45 und die 55. Und das gibt zusammen gerade 100. So, das ist ein Baum, den ich jetzt entsprechend diesem zweiten Schritt hier mit dieser Weilschleife aufgebaut habe. Und jetzt möchte ich ja gerne kodieren. Und jetzt kodiere ich auf folgende Art und Weise. Ich gehe von der Wurzel, das ist jetzt die 100, zu den Blättern und beschrifte jede nach links führende, jede nach links verlaufende Kante mit 0. Dann habe ich, hier habe ich noch eine nach links verlaufende Kante. Und jede nach rechts verlaufende Kante beschrifte ich mit einer 1. Die bekommt eine 1, die bekommt eine 1, die bekommt eine 1 und die auch. Und außerdem diese hier. Jetzt habe ich die Kanten alle mit 0 und 1 beschriftet. So, und jetzt laufe ich einfach diese Wege von der Wurzel zu dem Blatt und bekomme die Kodierung. Also das Codewort von C von A in dem Fall wäre also gleich 0, 0, 0, 0. Das Codewort von dem F
In dem Fall C von F wäre gleich, wie kommen wir dahin? 0 und 1. Und Sie sehen, wir haben also jetzt unterschiedlich lange Codewörter. Das F kommt in dem Fall mit der Häufigkeit 30 vor, also mit 30% in dem Fall. Und das A kommt mit 5% vor, bekommt also ein längeres Codewort. Warum gehe ich hier von der Wurzel zu den Blättern? Stellen Sie sich vor, ich würde es andersrum machen. Wenn ich es andersrum machen würde, könnte es passieren, dass ein Codewort Präfix eines anderen Codeworts ist. Ja, ich könnte dann, gehen wir auf der nächsten Seite, können wir das besser sehen. Ich habe also hier zum Beispiel die 0, na, ich habe hier 1, 0, 0. Ich mache es auf der nächsten Folie, da habe ich es drauf. Sehen Sie, das sind hier, da habe ich nochmal eine andere Codierung, da sehen wir es gleich nochmal besser. Hier ich gehe jetzt das gleiche Beispiel durch. Also Sie können sich auch hier bei diesem Beispiel können Sie sich ein Stück überlegen. Die 1, 1 haben wir, ich habe die 1, 0. Genau, 1, 1, 0, das ist das Codewort für, wenn ich das so machen würde, dass ich von den Blättern ausgehen würde, dann würde ich ja für das F in dem Fall eine 1, 0 bekommen. Und wenn ich von dem C runtergehen würde, da hätte ich 1, 0, 0. Und in dem Fall hätten Sie genau diesen Fall, dass Sie, da wäre das F ein Präfix des Codewortes für C. Das wollen wir nicht zulassen. Deswegen immer Codewörter ablesen von der Wurzel zu den Blättern. Jeder Pfad von der Wurzel zu dem Blatt ist unterschiedlich, ist niemals ein Präfix eines anderen Codewortes, weil ja kein Weg von der Wurzel zu einem Blatt ein anderes Blatt enthält. Ja, die sind alle unterschiedlich. So, das Ganze nochmal an einem anderen Beispiel. Eine Codierung der 10 Ziffern. Und in diesem Fall haben wir auch irgendwelche Wahrscheinlichkeiten uns überlegt. Hier stehen die Wahrscheinlichkeiten da. Und in dem Fall würden wir eben wieder die beiden mit der kleinsten Wahrscheinlichkeit kombinieren. Das wären hier die 8 und die 9 mit der 0,5 und 0,05, 0,04. 5 und 4% kommen auf 9%. Dann hätten wir als nächstes die beiden 5%er hier, die kommen auf 10%. Und dann hätten wir als nächstes die 7 und die 6, die wir kombinieren müssen. Und dann sind die nächstkleineren, das wäre jetzt hier das 0,08 und 0,09, die müssten zusammengefügt werden. Dann hätten wir in dieser Menge, müssen wir uns anschauen, da haben wir das 0,1 und in diesem Fall haben wir noch das 0,15, die müssten zusammengefügt, nein, was ist das? Sehen Sie? Schon einen Fehler gemacht, 0,1, 0,13, die beiden müssen zusammengefügt werden, gibt die 0,23. Und dann kommt erst hier die 0,15 mit der 0,17 zusammen. Daraufhin wird hier die 0,23 und die 0,2 von da oben zusammengeführt zu 0,43. Und es bleiben nur noch drei bleiben übrig. Die 0,43, die 0,25 und die 0,32. Deswegen werden jetzt die anderen beiden da 0,25, 0,32 zusammengefügt und dann die letzten beiden verbleibenden. Und wir haben die 1,0. Und in dem Fall gibt es dann entsprechend eben auch die ganzen Nullen und Einsen als Beschriftungen. Wir haben die ganzen Nullen, wir schreiben die ganzen Einsen hin und haben dann genau diesen Codebaum aufgebaut. Und in dem Fall ist also zum Beispiel für das Codewort 6 der Pfad geht dann mit 0, 1, 1, 0. Genau, 0, 1, 1, 0. Das ist genau das Codewort. Und so kann man eben für jedes die Codewörter ablesen. Sie haben eine Frage. Gibt es da diese Regeln von Hofmann, wie man den Baum baut? Man könnte ja auch einfach 0, 2, 0, 0, 4 zusammen machen, dann immer wieder 9. Also es ist so, Sie können selbstverständlich sich beliebige Bäume überlegen. Wir wollen aber einen Baum haben, bei denen die Pfade nachher von der Wurzel zu den Blättern am längsten sind, die die geringste Wahrscheinlichkeit haben.
Ja, die sollen ja, ich möchte ja die längeren Code, die weniger wahrscheinlichen Zeichen, möchte ich mit längeren Codewörtern kodieren. Längere Codewörter bekomme ich durch die längeren Pfade. Das heißt, in dem Baum sollen die Pfade natürlich alle so kurz wie möglich sein, aber so, dass die genau die Wahrscheinlichkeiten widerspiegeln. Das heißt, im Verhältnis der Wahrscheinlichkeiten sollen die Pfadlängen hier aussehen. Das heißt, ein Zeichen mit einer niedrigen Wahrscheinlichkeit oder eigentlich umgekehrt zu den Wahrscheinlichkeiten, die Pfadlängen. Das heißt, wenn ich eine niedrige Wahrscheinlichkeit habe, habe ich eine lange Pfadlänge. Wenn ich eine hohe Wahrscheinlichkeit habe, habe ich eine kurze Pfadlänge. Deswegen fange ich immer an mit den kleinsten Wahrscheinlichkeiten, die ich noch habe. Die fasse ich zuerst zusammen. Und das heißt, die Knoten, die da zusammengefasst werden, werden auf längeren Pfaden liegen, von der Wurzel zu einem Blatt, als die ich später zusammenfasse. Und später fasse ich die zusammen, die mit einer höheren Wahrscheinlichkeit vorkommen. Deswegen zunächst mal immer die mit der kleinsten Wahrscheinlichkeit. Und genau über diese Eigenschaft kann man zeigen, dass die Codelänge, die man dann bekommt, tatsächlich optimal ist. Also die Codelänge eines Huffman-Codes kann man zeigen, kann man beweisen, das mache ich hier nicht, aber man kann beweisen, dass die Codelänge eines Huffman-Codes optimal ist, das heißt, den kleinstmöglichen Wert realisiert. Und in diesem Beispiel ist es so, wenn Sie sich die Codelänge anschauen, dieser Codebaum, den wir gerade gezeichnet haben, der hat eine Codelänge von 3,04 und die Tetradenkodierung, also die Kodierung mit 4 Bits jeweils, hat halt eine Codelänge von 4. Das heißt, wir haben die Codelänge, dieses Maß für die Länge einer Kodierung ist von 4 auf 3,04 reduziert worden. Es ist schon Zeit für eine Pause. Naja, gleich. Ich mache gleich eine Pause. Ganz kleiner Augenblick noch. Also, das ist damit diese Kodierung. Das ist, sagte ich schon, eine der Standardverfahren zur Datenkompression. Damit kann ich jeden Text komprimieren, sodass er redundanzfrei dargestellt wird. Natürlich fehlen mir dann alle die Eigenschaften, die wir vorher gehabt haben, wie Fehlererkennung, Fehlerkorrektur und so weiter. Das geht alles zum Teufel. Ja, ich habe durch diese ganzen Sachen habe ich Redundanz eingebaut, durch die fehlerkorrigierenden Bits und Fehler oder Bits, die Fehlererkennbarkeit erlauben. Die Prüfbits sind Redundanz. Hier habe ich dann eine redundanzfreie Codierung und man kann eben noch weitere Verfahren machen. Ich habe hier... Na, da müsste, das kommt, da kommen wir gleich zu. Also das, was man eben hier noch erwähnen kann, ist, dass es noch weitere Verfahren gibt, wie zum Beispiel, das hatte ich ja schon gesagt, dieses Verfahren von Lempel-Ziff oder auch andere, bei denen man nicht nur die Wahrscheinlichkeit des Vorkommens von einzelnen Zeichen betrachtet, sondern auch von Zeichenfolgen und damit in der Lage ist, noch mehr zu komprimieren. Und insofern gibt es eine ganze Reihe verschiedener Ansätze für die Komprimierung von Texten und sonstigen Informationen. Und ja, das ist also ein wichtiger Punkt, um datensparsam Informationen abzulegen. Also datensparsam in dem Sinne, die Anzahl der Bits, um eine Information abzulegen und sie auch wieder gewinnen zu können, will ich reduzieren. Deswegen datensparsam, möglichst redundanzfrei. Allerdings fehlen mir dann die ganzen Korrektureigenschaften. Okay, dann mache ich tatsächlich die kurze Pause. Danach kommen wir nämlich zum nächsten Abschnitt Zeichen und Ziffern darstellen.
Sie haben vielleicht wahrgenommen, dass ich da wieder eine Frage gestellt habe, eine Frage zum vorigen Kapitel, zu der physikalischen Realisierung. Bisher nur sehr wenige Antworten. Irgendwie ist die Attraktivität dieses Werkzeugs anscheinend etwas gesunken, machen kaum noch welche mit. Man darf auch mehr als zwei Antworten ankreuzen. Muss man natürlich nicht. Also ich gehe da mal durch. Das erste, die gemeinsame Verwendung von NMOS und PMOS-Transistoren in komplementärer Form hat heute an Bedeutung verloren. Das ist natürlich das Gegenteil der Fall. Das ist genau das, was in der Technologie gemacht wird. Die verwendet man gemeinsam. Die Technologie, bei der man nur NMOS-Transistoren verwendet hat, die hat an Bedeutung verloren. NMOS-Transistoren können die 0 gut übertragen und die 1 schlecht. Genau das habe ich Ihnen gezeigt. Deswegen ist die 6 da sehr richtig. Die 1, die jetzt gekommen ist, hätte natürlich nicht mehr kommen dürfen, weil ich ja gerade erzählt habe, dass die gemeinsame Verwendung an Bedeutung gewonnen hat und nicht verloren hat. Dann haben wir die dritte Antwort. Ein NMOS-Transistor sperrt bei einer 0 und ist bei einer 1 leitend. Das bezieht sich natürlich auf 0 oder 1 am Gate. Wenn ich also auf das Gate des Transistors beim NMOS-Transistor eine 0 liege, dann ist der unterbrochen. Und bei der 1 entsteht der Endkanal und dann kann er die 0 gut übertragen. Das C bei CMOS steht für Carbonated, das ist natürlich Quatsch. Das steht für Complementary, eben für komplementäre Schaltungsarten, also Transistorarten. Und das Letzte, das wollten alle so haben, in CMOS entspricht die Anzahl der NMOS-Elemente immer der Anzahl der PMOS-Elemente. Das ist tatsächlich so, dass man das in also den CMOS-Schaltungen genauso macht. Also insofern haben wir hier fast ein richtiges Bild, bis auf die eine Antwort, die gerade genau die anderen genommen hat. Okay, ich komme zurück zur Vorlesung. Darstellung von Zeichen und Ziffern. Und worum geht das dabei? Ich muss mal hier ganz kurz das hier wieder hochholen. Darstellung von Zeichen und Ziffern. Wir hatten vorher nur allgemeine Alphabete irgendwie dargestellt. Jetzt wollen wir Zeichen und Ziffern realisieren im Rechner. Und dafür muss man dafür sorgen, dass eben die Zeichen und Ziffern, die wir üblicherweise verwenden, um Informationen in den Rechner zu übertragen, dass die möglichst gut dargestellt werden. Muss schnell und einfach sein. Es muss auch Operationen ausführen können auf diesen kodierten Wörtern, auf Zahlen zum Beispiel, möchte ich etwas rechnen können, auch im Rechner, und das in vernünftiger Art und Weise. Ich kann feste Zeichensätze darstellen, und zwar brauche ich Schriftzeichen und Steuerzeichen. Das sind also Buchstaben, Ziffern, Sonderzeichen. Und in der Regel sind das N-Bit-Codes, also keine Huffman-Codes, sondern sind halt N-Bit-Codes. Das heißt, ich habe immer 2 hoch N verschiedene Darstellungsmöglichkeiten und kann also mit 8-Bit zum Beispiel, wenn ich eine Byte-Kodierung habe, kann ich 256 Zeichen darstellen. Gebräuchliche Codes, ein sehr gebräuchlicher Code ist der ASCII-Code, den hatte ich schon mal erwähnt. American Standard Code for Information Interchange. War ganz wichtig, weil wir natürlich Daten zwischen Rechnern hin und her schieben wollen. Und hier sehen Sie eine ganze Reihe wichtiger Eigenschaften. Zunächst mal, also hier dargestellt ist immer X und Y. Und wir haben also hier das X jeweils hier vorne, das Y entsprechend hier in den Zeilen. Und Sie sehen, das ist eine 7-Bit-Kodierung. Natürlich werden ASCII-Zeichen mit 8-Bit dargestellt. Da ist aber immer ein Prüfbit dabei.
Genau diese eine Prüfbit, das ich vorher erwähnt habe, wollen Sie in der Lage sein, zu erkennen, wenn dort ein Fehler aufgetreten ist. Ich kann also mit 7 Bits kann ich 128 Zeichen darstellen, die sind hier aufgelistet. Und jetzt sehen Sie, hier vorne ist ein Bereich, also bei dem Präfix 000 und 001, das sind alles nur Steuerzeichen. Die brauche ich natürlich auch. Ich muss ja auch Steuerzeichen übertragen können von einem Rechner auf den anderen. Also zum Beispiel sowas wie Linefeed, hier Nummer 10, das ist das Linefeed. Oder Carriage Return, Nummer 13 und so weiter. Eine ganze Reihe unterschiedliche Sachen, die ich auf diese Art und Weise kodieren kann. Präfix 000 oder 001. Und dann kommen auch noch gewisse Sonderzeichen, also die ganzen Satzzeichen und besondere Zeichen wie Dollarzeichen, Unzeichen, Prozentzeichen und so weiter. Und dann kommen die Ziffern 0 bis 9. Und Sie sehen, wenn ich also den Präfix 011 habe bei einem ASCII-Zeichen, dann sind die darauffolgenden Bits die Kodierungen der Ziffern 0 bis 9. Und die sind also genau dadurch kodiert. Sie sehen, das sind genau hier diese Kodierungen bis zur 9. Und danach kommen dann noch wieder irgendwelche besonderen Zeichen, Vergleichsoperatoren und so weiter. Und dann kommen irgendwann hier bei denen, die mit 100 anfangen oder mit 100 anfangen, da kommen dann hier die Großbuchstaben. Und wenn Sie 110 als Anfang haben, dann sind hier entsprechend die Kleinbuchstaben. Das heißt, Sie haben zwischen, wenn Sie sich die Bitfolgen anschauen, zwischen Großbuchstaben und Kleinbuchstaben, dann brauchen Sie auf eine Kodierung eines Großbuchstabens nur 32 zu addieren, wenn Sie die als Zahlen interpretieren. Ja, also die 50 plus 32 gibt 82, dann das kleine b. Auf die Art und Weise können Sie auf dem Datensatz oder dem Datentyp Character Operationen durchführen. Wenn Sie mal die Sprache Pascal gesehen haben, da gibt es den Datentyp Character und da können Sie entsprechend Operationen drauf machen, durch Addition zum Beispiel von 32 auf einen Großbuchstaben können Sie daraus einen Kleinbuchstaben machen. Und Sie können auch, wenn Sie jetzt zählen, Sie können wenn Sie einen Datentyp Character haben, können Sie also sagen, for c gleich meinetwegen a to z du. Und dann steht hier irgendetwas. Dann können Sie durch die ganzen Kodierungen von klein a bis klein z hindurchlaufen. Das sind ja aufeinanderfolgende Zahlen. Nämlich die Zahlen in dem Fall 97 bis, wollen wir das z? Das Z bis 122. Das sind aufeinanderfolgende Zahlen in der Kodierung. Ich betone das so, weil Sie gerade gleich einen Code sehen werden, bei dem das nicht der Fall ist, bei dem diese Eigenschaft nicht vorhanden ist. Das ist also der ASCII-Code. Normalerweise reden wir von ASCII, wenn wir irgendwelche Texte beschreiben. 8-Bit- oder 7-Bit-Kodierung plus ein Prüfbit. Man kann auch einen erweiterten ASCII-Code betrachten, bei dem das Prüfbit wegfällt und dann habe ich 256 Zeichen zur Verfügung. Es gibt ja noch weitere Zeichen, die Sie in Ihren Zeichensätzen darstellen wollen. Irgendetwas mit meinetwegen A Umlaut, U Umlaut und ähnliches ist ja alles nicht mit drin. Das geht erst, wenn Sie 8-Bit verwenden. Und jetzt gibt es, das hatte ich letztes Mal schon erwähnt, einen weiteren Code, der nennt sich Extended Binary Coded Decimal Interchange Code. Also Interchange Code hier auch, also ist natürlich wichtig, wir wollen Daten austauschen können. Und EBCDIC wurde verwendet, vor allen Dingen von IBM. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben einen Text, der ist kodiert in ASCII und Sie haben entsprechend programmiert in einer Sprache, die zum Beispiel Schleifen über Zeichen folgen oder über Zeichen machen konnte. Und jetzt schauen Sie sich das an. Sie wollen von A bis Z eine Folge von Operationen machen. Das wird natürlich intern als werden die numerischen Werte für diese Zeichen genommen. Und Sie würden auf einmal diese ganzen hier, die auch noch vorkommen als Codewörter,
oder als Wörter, als Zahlen vorkommen, die würden Sie mitzählen. Sie haben aber von I nach J einen größeren Sprung. Und bei ASCII waren die aufeinanderfolgend. Und genauso war es möglich, bei dem ASCII-Code auf einen Großbuchstaben eine 32 zu addieren. Es kam eine Kleinbuchstabe raus. Das funktioniert hier nicht. Hier müssen Sie entsprechend mehr drauf addieren, um eben in die Spalte reinzukommen. Also, Sie müssen wissen, wie Zeichen kodiert sind, wenn Sie Operationen auf Zeichen ausführen wollen, die die jeweiligen Codewörter ausnutzen, die ja Zahlen sind. Ja, dann können Sie auf ein Zeichen eine 1 addieren oder eine 5 oder was immer. Sie kommen zu dem nächsten Zeichen im Alphabet. Wenn Sie aber von dem I auf das J gehen wollen, dürfen Sie nicht einfach eine 1 addieren, sondern müssen entsprechend hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 addieren. Ja, das ist in dem Fall also ein größerer Abstand. Nur, dass Sie sehen, muss wissen, wie sind irgendwelche Dokumente abgelegt? Ist das ASCII oder ist es EBCDIC? Wenn es EBCDIC ist, müssen Sie eventuell Ihre Operationen auf solchen Dokumenten anders darstellen, als wenn Sie ASCII haben. Das also nur als Hinweis. Man muss aufpassen, wie eine Codierung tatsächlich ist. Die haben sehr unterschiedliche Eigenschaften. Die ganzen Steuerzeichen sind hier natürlich auch entsprechend kodiert, aber es ist eben etwas anders gemacht als bei ASCII. Und wir haben hier eben immer die 8-Bit. Okay. Und jetzt gibt es auch noch den Unicode, denn wir sind ja ganz schön anmaßend, wenn wir behaupten, dass alle Informationen, die auf der Welt dargestellt werden, in lateinischen Schriftzeichen dargestellt werden. Sondern es gibt natürlich noch viel mehr. Es gibt chinesische Schriftzeichen, japanische Schriftzeichen, koreanische Schriftzeichen, afrikanische Schriftzeichen, Hunderte von afrikanischen Arten, etwas aufzuschreiben. Es gibt die hebräischen Schriftzeichen, griechischen Schriftzeichen und so weiter. Auch die muss man natürlich entsprechend kodieren können. Und dafür hat man sich dann den Unicode überlegt. Und Unicode verwendet nicht nur 8-Bit, sondern 16-Bit pro Zeichen. Und damit kann ich 65.000 verschiedene Zeichen darstellen. Also insbesondere die ein paar tausend Schriftzeichen der Chinesen kann man damit schon sehr gut darstellen. Ist ein ziemlich großer Block, wie Sie hier sehen. Ja, also das ist ein sehr großer Block, der dargestellt wird. Ja, hier, Hangul, wo ist das? Das ist da, dieser Block hier. Das sind da irgendwelche. Das wird, die anderen werden ja auch irgendwelche. Das ist Private Use hier. Also die Pfeile stimmen anscheinend nicht so ganz. Ist egal. Es soll nur dargestellt werden, dass Sie halt hier sehr viele verschiedene Arten von Zeichensätzen in Unicode repräsentieren können. Selbstverständlich können Sie hier auch ASCII-Kodierung mit drin haben. Also die lateinischen Schriftzeichen sind hier auch mit drin. Ja, die sind ein Teil davon. Und wenn Sie jetzt irgendwelche Dokumente hin und her schieben und Sie machen das mit Unicode, dann können Sie eben alles in Unicode darstellen, egal ob Sie das jetzt in lateinischen Zeichen machen oder in chinesischen Schriftzeichen. Sie müssen entsprechend dann hier transformieren von einem Bereich in den anderen. Aber diese Regeln sind natürlich alle irgendwo dokumentiert. Und das irgendwo ist dieses www.unicode.org. Da können Sie das nachlesen, wie die aktuelle Definition von Unicode aussieht. Tatsächlich hat man das hier nochmal erweitert, mehr als 16-Bit, weil auch das nicht ganz ausgereicht hat. Und insofern nur als Hinweis, das sind Standard-Kodierungen von Zeichen. Jetzt wissen wir, wie wir Zeichen darstellen können, und zwar Zeichen, egal wo sie auf der Welt auftauchen, geht in Unicode. Genaueres können Sie also hier bei unicode.org nachlesen. Und jetzt kommen wir zu dem, was uns interessiert, wenn wir rechnen wollen. Darstellung von Ziffern. Wir wollen Ziffern vernünftig darstellen können, um damit rechnen zu können. So, wir können natürlich die 10 Ziffern darstellen mit ASCII oder mit EBCDIC. Es reichen aber 4-Bit aus, wir brauchen keine 7 oder 8-Bit dafür. Also 4-Bit würden ausreichen. Ich kann also eine einfache Tetradenkodierung machen. Das sind Tetraden, oder ich habe hier dreimal Tetradenkodierung und eine Kodierung mit 5 Bits.
Also, BCD-Code ist der Binary-Coded Decimal-Code. Deswegen BCD. EBCDIC war ja gerade die Erweiterung des BCD-Codes für Informationsdarstellung. Also das ist die übliche binäre Darstellung von 0 bis 9. Dann gibt es einen Code, der heißt Access-3-Code. Was hat man da gemacht? Man hat auch 4 Bits, also von 000 bis 111, hat aber hier alles um 3 verschoben. Das heißt, wir haben die ersten 3 Bit-Kombinationen nicht genommen und die letzten 3 werden auch nicht genommen, aber es werden eben hier nach der 1001 werden eben noch 3 weitere genommen, nämlich die 1010, die 1011 und die 1100. Wir addieren einfach immer eine 3 auf das Codewort drauf, um die Codierung der Ziffer zu bekommen. Also wird die 0 durch 3 kodiert, die 1 durch 4 und so weiter. Dann gibt es noch einen Code, das ist der Icon-Code. Wenn Sie sich den anschauen, da sind die ersten 5 hier, 0 bis 4 werden ganz normal dargestellt, wie im BCD-Code. Und die anderen, die werden jetzt dargestellt als die letzten 5 Bit-Kombinationen, wenn ich 16 zur Verfügung habe. Also da wird die 9 auf einmal durch die 15 dargestellt und die 8 durch 14 und so weiter. Das heißt, da habe ich eine andere Darstellung. Wenn das hier mein Codevorrat ist, dann habe ich also hier auf einmal nur den ersten Teil und den letzten Teil genommen. Das wäre der Icon-Code. Und in der Mitte, die verwende ich nicht. Ein 2 aus 5 Code wäre ein noch redundanterer Code als der 4-Bit-Code. Und dann nehme ich immer 2 Bits aus 5, die ich auf 1 setze. Und dafür habe ich genau entsprechend viele Möglichkeiten. Nämlich sehen hier, das sind die ganzen Codewörter, bei denen Sie 2 aus 5 Bits auf 1 setzen. Und entsprechend haben Sie andere Eigenschaften. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie wollen damit rechnen, mit einem 2 aus 5 Code. Wenn Sie da jetzt Zahlen addieren wollen, das ist gar nicht so einfach. Also Sie haben alle Ihre Vor- und Nachteile. So. Was sind die Eigenschaften? BCD-Kodierung ist relativ einfach, habe ich gerade eben schon erläutert. Sie haben eine ganz klare Stellenwertigkeit, 8, 4, 2, 1, immer gerade 2 hoch 0, 2 hoch 1, 2 hoch 2, 2 hoch 3. Und damit kann man auch einfach rechnen. Access-3-Kodierung muss man halt immer noch eine 3 drauf addieren, beziehungsweise bei der Rücktransformation eine 3 subtrahieren, ist auch etwas, was man machen kann. Aber Sie haben eben keine Stellenwertigkeit da drin. Und dann die Icon-Kodierung, da haben Sie für die ersten eine Dualdarstellung, nachher haben Sie eben die Dualdarstellung plus 6. Das Ganze ist symmetrisch, das war vorher nicht der Fall. Stellenwertigkeit kann man hier angeben, 2, 4, 2, 1. Also nicht 8, 4, 2, 1, sondern wenn Sie 2, 4, 2, 1 nehmen, dann haben Sie genau den Wert jeweils der Zahl. Okay, das ist also auch machbar. Und bei der 2 aus 5 Codierung, da sind eben gerade 10 verschiedene Codewörter möglich, weil Sie 2 aus 5 Einsen machen. Und Sie haben in dem Fall den Vorteil, dass das 1-Fehler erkennbar ist. Der Abstand ist jeweils 2 zwischen den, also ist, der minimale Abstand ist 2. Sie haben auch eine Stellenwertigkeit hier drin, 7, 4, 2, 1, 0. Eine andere Stellenwertigkeit als bei den anderen, keine Zweierpotenzen in diesem Fall, zumindest hier. Sie haben auch eine 0 da drin, Sie haben hier die 7 als Wert des obersten Bits und man kann schlecht damit rechnen. So, und das waren jetzt Ziffern, Möglichkeiten. Wir kommen damit jetzt zu Zahlen. Zahlen kann ich aus Ziffern darstellen. Ja, wenn ich also hier irgendwie 1, 2, 3, 4 hinschreibe, dann sagen Sie, das ist 1234. Das ist eine Interpretation dieser Zeichenfolge. Und auch hier ist wieder die Frage, wie mache ich das, damit ich gut damit rechnen kann mit der ganzen Zahl. Ich will ja nicht nur einzelne Ziffernfolgen darstellen können, sondern auch Zahlen. Wir kennen das mit dem Dualsystem, mit dem Dezimalsystem oder Binärdezimal wäre eben, dass Sie eine Tetradenkodierung nehmen für die Ziffern und entsprechend dann dieses Binary Coded Decimal verwenden. Das hatte ich Ihnen schon dargestellt, hier im Beispiel Binary Coded Decimal von 13 ist eben gerade die Aneinanderreihung von 2 4-Bit-Tetraden und
ist gerade die erste Ziffer ist halt entsprechend die 1, die nächste Ziffer die 3. So, damit kann man jetzt kann man durchaus arbeiten, aber das ist nicht das, was eben wirklich im Rechner sehr gut verwendet werden kann. Sie sind relativ redundant, weil sie 4 Bit pro Ziffer brauchen und deswegen setzt man im Rechner insgesamt in der Regel das Dualsystem ein. Und das kennen Sie im Prinzip auch schon Ihrer Schulzeit her. Wenn ich mir jetzt anschaue, welche Zahlen ich darstellen möchte, natürlich möchte ich ganze Zahlen darstellen, also natürliche Zahlen, negative, positive. Ich möchte gebrochene Zahlen darstellen. Und bei den rationalen und reellen Zahlen wird das schon schwierig. Die Frage ist, wie stelle ich negative Zahlen dar? Bei den rationalen oder reellen Zahlen, wenn ich eben irgend sowas habe wie 1, meinetwegen 6, 6, 6 und so weiter, kann ich auch hinschreiben, 1,6 Periode irgendwie, da könnte man das darstellen. Da müsste ich aber was mit diesem Strich anfangen. Oder ich sage einfach, das ist im Prinzip 1,7. Ist ja nicht genau, aber so etwa 1,7. Also wenn ich Zahlen habe mit einer unendlichen Anzahl von Ziffern in der genauen Darstellung, dann wird es schwierig, die im Rechner in einer festen Anzahl von Bits darzustellen. Da habe ich sofort was zu tun mit Genauigkeit, mit Rundungsfehlern. Das wird uns noch beschäftigen. Und dann muss ich gucken, wie ich arithmetische Operationen realisiere. Ich will also irgendeine Operation plus, minus, mal oder durch, also Addition, Multiplikation mit dem jeweiligen Inversen, möchte ich ausführen können. Das ist das, was ich beim Rechnen mache. Ich kann 2 Zahlen mir hernehmen, kann die addieren, habe das Ergebnis und kann das Ergebnis kodieren. Das gibt dann die Kodierung des Ergebnisses. Oder ich kodiere die beiden Zahlen und führe dann eine Operation auf diesen kodierten Zahlen durch. Das wird eine andere Operation sein, konkret als die Addition, die wir auf den Originalzahlen gemacht haben. Aber es muss das Ergebnis am Ende gleich sein. Das heißt, die Operation auf den kodierten Zahlen muss das gleiche Ergebnis bringen wie die Kodierung des Ergebnisses der Operation auf den ursprünglichen Zahlen. Und das heißt, ich muss hier durchlaufen können, dieses Diagramm muss kommutativ sein, egal wie ich durchlaufe, das gleiche Ergebnis muss rauskommen. Und entsprechend werden wir uns jetzt mit Zahlendarstellung beschäftigen. Also die Frage ist, wie muss die Operation aussehen, damit das kommutativ ist? Geht das überhaupt? Das ist übrigens eine Frage, die man sich heutzutage sehr deutlich stellt, wenn Sie irgendwelche Informationen in der Cloud ablegen. Oder Sie schicken Daten aus Ihrem intelligenten Zähler zu Ihrem Netzbetreiber oder irgendwo hin und der will darauf Operationen ausführen, der will irgendwelche Werte addieren. Kann ich zum Beispiel meine Zahlen, meine Messwerte so kodieren, dass man auf der kodierten Darstellung Operationen ausführen kann, ohne dass derjenige, der die Operation macht, weiß, welche Einzelwerte er da eigentlich addiert. Das heißt, da versucht man die Zahlen so zu verschlüsseln, dass man trotzdem noch Operationen ausführen kann. Das ist etwas, was man homomorphe Kryptographie nennt, weil ich homomorph heißt, ich kann Operationen ausführen, genau wie in diesem Bild hier dargestellt. Also diese Kodierung C hier ist eine homomorphe Kodierung, weil ich die Operationen entsprechend so kommutiert ausführen kann. Ich kann den oberen Weg gehen oder den unteren Weg. Okay, und jetzt müssen wir uns das genauer anschauen und fangen bei den einfachsten Zahlen an. Die N-Bit-Worte, die kennen Sie aus der Schule. Dualdarstellung von natürlichen Zahlen, einfach dargestellt mit entsprechenden Anzahl von Bits. Wenn ich jetzt 2 solche Zahlen habe, also die 17 in dem Fall, also das ist hier die 1, hier hat die Stellenwertigkeit 16, die 1 hat die Stellenwertigkeit 1, also kommt die 17 dabei raus. Wenn ich die 7 subtrahiere, kommt entsprechend dieser Wert bei raus, das ist alles sehr schön. Und kann auch Zahlen multiplizieren, da kommen entsprechend hier Zahlen raus. Also entsprechend habe ich hier 1 mal 00101 hingeschrieben, 1 mal 00101 und dann entsprechend noch 0 mal die vordersten Nullen
und dann muss ich alles aufaddieren. Das haben wir bei dem sequentiellen oder dem bitseriellen Modifizierer genauso gemacht. Und da kommt dann eben das Ergebnis raus, die 15, 5 mal 3 ist entsprechend 15 hier, die Zahl da unten. Ja, 8 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. 8 plus 4 plus 2 plus 1. So, das ist genau die 15, 4 Bits. So, das Problem ist natürlich, wenn unsere Zahlen hier größer sind, dann bekomme ich natürlich größere Werte. Das heißt, natürlich kann der Zahlenbereich überschritten werden. Dann muss ich sehen, was ich damit mache. Das kennen Sie alles aus Java, dass Sie Exceptions haben für Überschreitung des Zahlenbereichs und Ähnliches. So, Dualdarstellung kennen Sie. Darauf brauche ich nicht weiter einzugehen. Ganze Zahlen führen jetzt zu einem gewissen Problem. Da wollen wir nämlich auch negative Zahlen darstellen. Wie machen wir das denn? Wir haben eine gewisse kleinste negative und eine größte positive Zahl, die wir darstellen wollen. Und wir haben nur n Bit zur Verfügung dafür. Das ist also unser Zeichenvorrat, den wir darstellen können. Und jetzt ist die Frage, wie macht man das? Wir können das symmetrisch zum Nullpunkt machen. Dann haben wir genauso viele negative wie positive Zahlen. Und wir wollen erreichen, dass wir Operationen auf diesen dargestellten Zahlen leicht realisieren können. Die Frage ist wirklich, wie macht man das? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich kann das erste Bit nehmen und dadurch kodieren, ob ich eine positive oder negative Zahl habe. Also 0 wäre positiv, 1 wäre negativ. Und dann schreibe ich einfach den Betrag dahinter. Also das wäre plus, minus so kodiert. Brauche ich nur die Zahl zu multiplizieren mit minus 1 hoch diesem Bit. Und wenn das ein 0 ist, habe ich ein Plus dort stehen. Und wenn das eine 1 ist, habe ich minus 1 dort stehen. Vorzeichen Betragdarstellung. Und jetzt kommt die Access-Q-Darstellung. Wir hatten vorhin einen Code gehabt, der war ein Access-3-Code. Hier habe ich jetzt eine beliebige Access-Q-Darstellung. Das heißt, ich verschiebe meine Codewörter alle entsprechend so, dass mein kodierter Zahlenbereich, also die Codewörter, liegen also alle in dem Bereich. Das sind die eigentlichen Zahlen, die ich darstellen möchte, von XU bis XO. Und jetzt möchte ich meine Zahlen darstellen durch Dualzahlen, deren Werte in dem Fall zwischen genau 0 und, oder von 0 anfangend nach oben geschoben sind. Das heißt, jetzt ist das hier XU plus Q. Und das hier ist dann entsprechend XO plus Q. Alles um Q verschoben. Meistens setzt man das eben gerade auf dieses, hier steht jetzt minus XU, das XU ist eine negative Zahl, deswegen auf minus XU. Und damit habe ich etwas einfach nur verschoben. Aber es ist klar, wenn ich eine Zahl hierher nehme, wenn das jetzt eine Zahl X hernehme und hier eine Zahl Y, dann tauchen die hier genau an den Stellen auf und es ist so, dass ein Vergleich von X und Y, wenn ich die Codewörter vergleiche, das gleiche Ergebnis liefert. Es ist die Codierung von X kleiner als die Codierung von Y. Eine andere Möglichkeit ist, eine Komplementdarstellung zu wählen. Bei der Komplementdarstellung schreibe ich die ersten Zahlen einfach so hin, die positiven Zahlen schreibe ich so hin, und eine negative Zahl, die schreibe ich hin als Komplement von K. Also ich spiegel praktisch hier das X an dem K und habe dann hier die Darstellung von minus X. Und wenn ich mir das genauer anschaue, dann habe ich natürlich in der Mitte habe ich das K halbe und dann habe ich die positiven Zahlen links dargestellt und die negativen Zahlen rechts. Und wenn ich jetzt das betrachte wie vorher, ich hätte hier ich hätte also vorher, jetzt schreibe ich mal hier, wir hatten ja vorher gehabt dieses Y da oben und irgendein, dieses, also Y und X. Das Y wäre jetzt nach wie vor hier irgendwo abgetragen im positiven Bereich. Die negative Zahl, die wir hier haben, würde aber ganz nach rechts laufen, weil das ja ein Negativwert ist. So, die negativen Zahlen stehen jetzt rechts von den
positiven Zahlen, in der, wenn wir die Codewörter mit ihrem numerischen Wert betrachten. Das heißt, wenn Sie die Codewörter vergleichen, bei einer Komplementdarstellung ist auf einmal die positive Zahl kleiner als die negative Zahl. Sie können sich vorstellen, dass das zu Problemen führt bei Berechnungen. Da muss man darauf achten, wie sind die Eigenschaften der kodierten Zahlen. Sie müssen sich daran erinnern, wie wir diese Anforderung gemacht haben, dass Operationen auf den Codewörtern zum gleichen Ergebnis führen müssen, wie das Ergebnis der Kodierung, das Ergebnis ist einer Operation auf den Originalzahlen. Wenn wir also x plus y rechnen wollen, muss das Gleiche rauskommen wie die Kodierung von x plus Kodierung von y. Das gibt hier noch kein großes Problem. Aber wenn wir einfach eine Zahl an der andere abziehen wollen, also plus minus y, wir wollen was abziehen, dann würden wir hier schon gewisse Schwierigkeiten kriegen. Sie werden im Folgenden also genau diese drei Zeichen oder Darstellungsarten weiter kennenlernen. Insbesondere werden Sie sehen, dass wir die Komplementdarstellung bei den ganzen Zahlen verwenden und die Vorzeichen-Betragdarstellung und die Excess-Q-Darstellung kombinieren, um reelle Zahlen darstellen zu können. Da kommen wir dann noch drauf. Jetzt machen wir als nächstes mal die Komplementdarstellung genauer und schauen uns an, wie man damit Zahlen darstellen kann. Und wir fangen an mit der Zweikomplementdarstellung. Die Zweikomplementdarstellung ist nicht eine Komplementdarstellung, wo das k gleich 2 ist, sondern das k ist ein 2 hoch n. Das ist also in dem Fall 2 hoch n. Komplementär zu 2 hoch n heißt, dass wir eine Zahl, die zwischen 0 und 2 hoch n minus 1 minus 1 liegt, das ist ja genau dieses k halbe hier in der Mitte, also alles, was in diesem Bereich liegt, der senkrechte Strich ist wirklich ärgerlich, so, also alles, was in diesem Bereich liegt, das ist positiv, das wird original so auch übernommen. Das ist einfach die Dualdarstellung der Zahl x. Und wenn der Wert negativ ist, ja, also wenn der Wert negativ ist, also minus 2 hoch n minus 1, oder wenn er zwischen minus 2 hoch n minus 1 und minus 1 liegt, also das ist hier der Zahlenvorrat, den wir haben. Wenn er in dem Bereich liegt, dann stellen wir die Zahl dar als 2 hoch n plus x. Jetzt, wieso plus x? Das x ist ein negativer Wert. Ja, das heißt, wir haben hier entsprechend den negativen Wert. Also das, wenn hier in diesem Bild ist das x ein positiver Wert, deswegen steht hier das Komplement, steht k minus x. Also die minus x muss ich im Prinzip dann auf das k addieren, genau das steht hier. Ich addiere x auf 2 hoch n, das x ist negativ, also ist es genau der Effekt, den wir hier haben. Jetzt haben wir die ganzen negativen Zahlen also in dem rechten Bereich und die positiven Zahlen in dem Bereich. So. Und das Ganze geht komplementär zu dem großen k und das k ist 2 hoch n. Deswegen 2 Komplement bei einer n-Bit-Darstellung. Positive Zahlen sind also, bei denen ist die Darstellung eine einfache Dualdarstellung und das Bit n-1, das höchstwertige Bit, ist immer eine 0. Und bei den negativen Zahlen, die liegen ja alle oberhalb in ihrem Wert von k halbe. K halbe ist gerade 2 hoch n-1 und das ist die Stellenwertigkeit des linkesten Bits. Das heißt, bei den negativen Zahlen, da stehen die Werte so, dass also das Bit n-1 gleich 1, das erste Bit ist 1 und der Wert ist entsprechend gerade der Wert von 2 hoch n minus dem Betrag von x. So ist es also definiert und damit haben wir eine Darstellung von Zahlen. Wenn wir jetzt diese Zahlendarstellung uns anschauen, unsere n Bits, dann möchte ich die natürlich, also das kann ich darstellen so in dieser Form oder ich kann das auch so in Klammern und schreibe da als Index unten dran 2k, n.
eine Zweierkomplementdarstellung von n Bits. Dann bekomme ich den Wert dieser Zahl dadurch, dass ich von der Stellen, also ich addiere auf die ganzen Bits bn-2 bis b0, entsprechend ihrer Stellenwertigkeit. Und das erste Bit hier vorne, bn-1, wird mit 2 hoch n-1 wahrgenommen und dann subtrahiert. Und damit habe ich entsprechend den negativen Wert meiner jeweiligen Zahlen. So, und auch hier habe ich wieder die blöden senkrechte Striche gehabt. Also das waren hier unsere Zahlen. Da muss ich also entsprechend, also das erste Bit, wenn das 1 ist, habe ich eine negative Zahl und damit habe ich, so sind die Werte zu bestimmen. Und jetzt müssten Sie sich überlegen, wie man dann Zahlen addiert, subtrahiert und so weiter. Das werden wir alles gleich machen. Und ich gebe Ihnen Beispiele für n gleich 4. Da können wir also insgesamt 16 verschiedene Zahlen darstellen. Noch nicht sehr viel. Das ist gerade, sind gerade die Zahlen von minus 8 bis 7. Ja, ich habe also hier entsprechend 8 negative Zahlen und ich habe 8 positive, beziehungsweise die 0 ist damit drin. So, das sind unsere, und entsprechend eben hier, die, das, also nach der 7 kommt dann halt die minus 8 vom Wert her, dann die minus 7 und so weiter. So sind die dann hier aufgeführt. Wir werden uns das noch ein bisschen genauer anschauen. Ich möchte ja gerne die Codewörter genau finden können. Ich möchte insbesondere auf sehr einfache Art und Weise in der Lage sein, aus x ein minus x zu machen. Dazu muss ich das Komplement bilden, das Zweierkomplement. Und jetzt mache ich einen kleinen Trick. Ich kann diese Differenz 2 hoch n minus x auch darstellen als 2 hoch n minus 1 minus x, muss dann aber die 1 nochmal addieren. Warum macht man sowas? Aus folgendem Grund: 2 hoch n minus 1 ist gerade eine Folge von Einsen. Das x in Dualdarstellung ist entsprechend irgendeine Folge von Bits, von n Bits. Positive Zahl ist also einfach Dualdarstellung. Und dann muss ich die 1 noch addieren, die steht hier hinten noch dran. Und jetzt schaue ich mir das an, wenn ich jetzt von diesem 2 hoch n minus 1 das x subtrahiere in der Binärdarstellung, heißt das, ich muss von der 1 b n minus 1 abziehen, beziehungsweise jeweils von der 1 ein Bit abziehen. Und wenn Sie das von links nach rechts durchlaufen lassen, dann haben Sie gerade jeweils die Bits gekippt. Ja, also wenn ich hier oben überall Einsen habe, 4 Einsen und hier habe ich 0, 1, meinetwegen 0, 1 stehen. Wenn ich subtrahiere, gibt es hier eine 0, da gibt es eine 1, da gibt es eine 0, da gibt es eine 1. Das heißt, ich kippe alle Bits, muss aber noch eine 1 drauf addieren, weil ich ja nicht von 2 hoch n minus 1 subtrahieren sollte, sondern ich wollte ja von 2 hoch n subtrahieren. Deswegen muss ich noch die 1 drauf addieren, das heißt, das Ergebnis wäre in dem Fall dann hier eine 1, 1, 0, 1. So, ich muss also eine 1 am Ende nochmal addieren. Das ist das, was ich mir hier erkaufe. Wenn ich jetzt das zweimal mache, ich mache ein Komplement, noch ein Komplement, also ich schreibe minus x, also minus minus x zweimal, dann muss ja wieder Plus rauskommen. Also muss das Minus mal Minus muss ich aufheben. Da steht es. Minus minus x muss x sein. Und das ist auch ganz einfach der Fall. Wenn z gleich 2 hoch n minus y ist und y ist 2 hoch n minus x, dann hebt sich das 2 hoch n gerade weg und es bleibt x übrig. Das ist also ganz einfach, dass diese wichtige Eigenschaft gilt. Und jetzt kann ich daraus das nochmal anders darstellen. Da habe ich einen sogenannten Zahlenring. Und diesem Zahlenring, da habe ich die 0 hier unten dargestellt. Das ist also meine 0. Und dann kann ich, wenn ich hier rumlaufe, habe ich immer größer werdende Zahlen. Und wenn ich in der anderen Richtung rumlaufe, habe ich immer kleiner werdende Zahlen. Das muss ich mir überlegen, wie ich in diesem Zahlenring arbeiten kann. Denn ein Übergang von, wenn ich auf die 7 noch 1 drauf addiere, kommt der minus 8 raus.
das ist ein Verlassen des Zahlenbereiches. Das muss ich merken können. Also das nochmal zu unseren Darstellung. Es ist hilfreich, sich das als solch einen Zahlenring darzustellen. Das ist der Zahlenring für In-Bit-Kodierungen als Zweierkomplement. Da habe ich also genauso viele positive wie negative Zahlen, wobei echt positive habe ich genau ein weniger als echt negative, aber diese Unsymmetrie ist halt wegen der Null nicht zu vermeiden. Jetzt schauen wir uns an, wie wir darin rechnen können. Wir können eine positive Zahl addieren, dann müssen wir nur entsprechend viele Schritte im Uhrzeigerraum darum laufen. Das gilt dort, das gilt auch hier. Der Übergang ist schwierig. Bei Addition von Zahlen kann natürlich ein Überlauf entstehen, auch ohne dass der zulässige Zahlenbereich überschritten wird. Also ich kann zum Beispiel sowas rechnen wie minus 2 plus 3. Wenn ich minus 2 plus 3 rechne, ich addiere die beiden Werte, dann kommt hier raus 1, 0, 0, 0, 1. Das ist aber schlecht. Was soll denn da rauskommen? Da soll eine 1 rauskommen. Ich ziehe einfach 2 hoch n ab und komme auf die 1. Das ist der Wert, den ich haben möchte. Minus 2 minus 3, auch das hier, wenn ich die beiden addiere, kommt hier eine 1 raus, dann kommt da auch eine 1 raus, dann kommt hier eine 0 raus, da kommt eine 1 raus und nochmal eine 1. Minus 2 minus 3 müsste minus 5 geben, 1, 0, 1, 1, das ist genau die minus 5. Das heißt, in dem Fall ignoriere ich einfach dieses Bit, was da als Überlauf entsteht. Das heißt, ich reduziere modulo 2 hoch n, der Überlauf wird einfach ignoriert und dann habe ich meine richtige Zahl. Und jetzt muss ich mir noch betrachten, was passiert, wenn ich eine Bereichsüberschreitung habe. Da habe ich jetzt leider keine Zeit mehr für, das heute zu machen. Das machen wir beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal werden wir dann uns auch die Darstellung von reellen Zahlen anschauen und werden dann damit dieses Kapitel dann noch abschließen können. Okay, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das war's für heute.